hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, what you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, what you say? Hit the road. So leicht, dass es ein Achtjähriger schafft. Ross? Komm her. Wo gehört das hin? Hier. Danke. Als nächstes kommt diese defekte Stromkreisunterbrecherbox. Weißt du, wo die ist? Klar. Die Box mit all den Funken? Genau. Nimm den hier und stocher da drin rum. Aber steh nicht im Wasser. Oh, du sitzt ja neben der Tür. Musst du gleich pupsen? Oh, du bist es. Ich dachte, es wäre einer der Hunde, der dringend eine Hündin besteigen will. Hallo, Mrs. Slattery. Es heißt Mom. Nur einmal möchte ich hören, dass du zu mir Mom sagst. Du bist nicht meine Mutter. Meine Mutter war keine Pillenschachtel. Meine Mutter war eine anonyme Alkoholikerin. Also vergleich dich ja nie wieder mit meiner geschätzten Mutter, du vertrocknete alte Pflaume. Es heißt vertrocknete alte Mom. Mom! Ehrlich, ich brauch diesen Mist nicht. Ich arbeite bis 9, ich komm her und richte das Schloss. Ich wechsle die Glühbirne, ich bring den Müll raus und ich sehe dich sehr lange an. Denn mein Lieblingshorrorvideo ist verliehen. Ich darf dich wissen lassen, dass du zu meiner Blütezeit Schlange gestanden und aufgerufen worden wärst, wie alle Geschäftsfreunde meines verstorbenen Mannes. Was, du bist noch nicht fertig? Kannst du den einfachsten Anweisungen nicht Folge leisten? Was sag ich denn da? Ich habe 16 Jahre mit dir geschlafen und du hast nicht mal das Prinzip gecheckt, steig ab, wenn du ausgelaufen bist. Ja, aber dafür brauche ich keine Anweisung, ein neues Schloss einzusetzen. Das mache ich doch im Schlaf. Sicher. Das Hämmerchen dafür kannst du ja auch kaufen. Ja, wir könnten den ganzen Abend mit sexuellen Anspielungen verbringen, aber bleiben wir bei dem Schloss. Oh Mann, ich habe das Ding eingeölt. Jetzt flutscht es nur so hin und her. Ich weiß allerdings nicht, was mit dem alten Schloss los war. Du hattest den Schlüssel. Ach, könnte ich doch nur einem Kerl meinen neuen Schlüssel geben. Was ist falsch an mir? An dir? Es ist nichts falsch an dir. Du bist die perfekte, gewöhnliche, verjährte Frau. Dankeschön. Und ich dachte, heute Abend wär's der Richtige. Er war groß, charmant, reich, witzig und so gefühlvoll. Er kannte den ganzen Text von Vom Winde verweht auswendig. Du warst also mit dem Homo aus? Er war alles andere als ein Homo. Du hättest ihn sehen sollen. Er hatte Tränen in den Augen, als er rezitiert hat. Tucke. Keine Tucke. Er kennt die besten Weine. Tucke. Er erkannte sogar das Parfum, das ich benutze. Edeltucke. Er war nicht schwul und das kann ich beweisen. Er hat mich sitzen lassen wegen einer Servierschlampe mit fetten, geschwollenen, ballonmäßigen Titten in einem Kleid mit einem Ausschnitt, das selbst meine Mutter nicht tragen würde. Ich würde mich schämen, Titten so auszustellen. Als würde man nur so einen Kerl abkriegen. Was ist es? Oh, Jack, kauf mir ein paar neue Möpse. Ich will so eine Frau sein, die Frauen wie ich hassen. Habe ich dich richtig verstanden? Du willst, dass ich dafür löhne, dass dein neuer Freund sein Köpfchen an deine prall bis zum Platzen aufgepumpten Titten schmiegen kann, während ich all die Jahre die schlaffen Kängurubeutel um die Ohren bekommen habe? Komm schon, Jack. Bitte kauf sie für mich. Du darfst sie auch anfassen. Nein. Ach, bitte, Jack. Es ist deine Schuld, dass ich sie brauche. Ja, die ganzen Jahre knetest du an ihnen herum und spielst mit ihnen honk, 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 honk die ganze Nacht lang. Natürlich ist irgendwann die Luft raus. Oh, bitte, Jack.
Ich bin eine alternde, verbitterte Frau mit 3 Kindern und verbrauchten Brüsten. Ich will jetzt neue. Ich rufe jetzt gleich an und mache einen Termin mit dem Arzt für morgen aus. Ach, sag jetzt einfach noch gar nichts. Oh, komm einfach mit mir, damit ich nicht allein bin. Manchmal bin ich so gehemmt und schüchtern und bekomme nicht, was ich wirklich will. Ach nein, ich weiß nicht. Du kommst mit mir und ich will keinen Ton mehr von dir hören. Was war das? Oh, das ist Ross. Er hat gerade den Stromkreis entdeckt. Hey, seht mal, was ich kann. Wie groß möchtest du sie? Naja, ich will's nicht übertreiben. Ich will welche, die natürlich aussehen. An einer 1,90 großen Frau. Okay, hier haben wir das Video von Ihnen, das meine Sprechstundenhilfe vorhin gemacht hat. Stecken wir es gleich in den Computer. Also, so sehen Sie jetzt aus. Mhm. So könnten Sie dann aussehen. Größer. Größer. Oh ja. Aber kann ich damit auch noch gehen, Doktor? Das brauchen Sie da nicht mehr. Könnten Sie sie mal hüpfen lassen? Ich habe gedacht, Sie fragen nie. Oh ja. Die will ich haben. Die will ich haben. Sie gehören Ihnen für 6.000 Dollar. Gib sie ihm. Ja, klar. Ja, aber jetzt ist der Spaß vorbei, denn ich habe keine 6.000 Dollar. Jetzt langweil mich bloß nicht mit deiner Armut. Ich habe nie gesagt, dass ich sie bezahle. Du hast auch nie gesagt, du willst heiraten und Kinder. Jetzt mach keinen Aufstand, sag ich dir. Doktor, bitte lassen Sie sie noch mal hüpfen. Jenny, Männer hassen es, wenn sie künstlich sind. Es ist ihnen scheißegal, wie groß sie sind. Es kommt auf das an, was unter dem Busen ist. Es ist die Seele und der Esprit. Es ist das Herz. Oh Gott, der Wahnsinn! Ich habe Schwester Grenshaw hereingerufen, weil ich dachte, Sie sollten sich die Sachen mal näher ansehen. Der Doktor hat sie mir so gemacht. Klar, Sie sehen toll aus, aber wie fühlen Sie sich an? Du gehst nirgendwo hin. Ich tue es für dich, Baby. Ich gebe Ihnen das Video einfach mit nach Hause. Wer weiß, vielleicht erleichtert es die Entscheidung. Ach, hey, also ich weiß nicht. Vielleicht sind sie wirklich nicht so wichtig. Oh mein Gott, yum, 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 Mami. Ich will sie unbedingt. Ihr Mann hat aber wohl ein Problem mit den Kosten. Er ist nicht mein Mann, er ist nur das Beste, was ich damit kriege. Also, heben Sie mir ein paar auf. Ich beschaff das Geld. Jack, ich gehe nach Hause. Könnten Sie mir einen 100er bauen? Oh. Und der Herr sagte... Lass den, der noch nie bei einer Hure war, den ersten Stein werfen. Also schicken Sie mir Geld. Halleluja. Ist das sein Leben? Gott, ist mein Leben beschissen. Ich muss mich mit jemandem unterhalten. Nein, nein, das werde ich nicht machen. Ich unterhalte mich doch nicht mit einem ausgestopften Hasen. Das wäre das erste Zeichen von Wahnsinn. Gut, dass ich hier Selbstgespräche führe, ist auch besorgniserregend, aber wenigstens antworte ich mir nicht selbst, stimmt's? Also, was unternimmst du heute Abend? Ich will mit Cindy Crawford ausgehen. Ich will in St. Moritz die Cresta-Bahn runterfahren. Ich möchte nach Paris zum Sonnenuntergang. Ich möchte Madonna ermorden und es auf Edita Perón schieben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir hocken hier und mampfen Pizza und hören uns an, wie du dich über diese Schlampe von Ex-Frau beschwerst. Nein, 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 du siehst Jenny völlig falsch. Du hast sie nur gesehen, wie sie die Kinder anschreit. Den Postboten, den Gärtner oder jeden, der ihren hinterhältigen Wünschen nicht Folge leistet. Ehrlich, sie kann wirklich lieb sein. Sie macht eben zurzeit eine ziemlich schwierige Phase durch. Du klumpiger Eiterbeulenausschuss eines Mannes! Ich sollte dich auf der Stelle töten! Ich sollte dich erwürgen und totschlagen! Warum? Was habe ich getan? Ich war im Leihhaus mit meinem Verlobungsring. Der Diamant ist eine Fälschung. Oh, oh, oh.
Ich kann es gar nicht fassen, wie billig du bist. Mein Verlobungsring, das Symbol unserer Liebe, ist eine Scheißfälschung. Ich finde, du versuchst hier was zu beschönigen. Du wolltest das Symbol unserer Liebe verscheuern. Unsere Liebe ist vorüber. Ich dachte, er hätte wenigstens einen gewissen Second-Hand-Wert. Es ist nicht mal geschliffenes Zirkonium. Es ist nur ein Zirkon. Was hat sich der Juwelier, der dir den verkauft hat, dabei gedacht? Es war kein richtiger Juwelier. Es war wohl eher ein Zirkonhändler. Und schon wieder versuchst du, glaube ich, über was sehr Wichtiges hinwegzugehen. Das war der beste Zirkon, den man kaufen konnte. Und es war einer der ersten. Zu der Zeit nannte man das noch Glas. Aber gut, vielleicht ist dir das ja ein Trost. Der Ring selbst ist tatsächlich 14 Karat Gold. Tja, was soll ich von einem Mann erwarten, der mich 16 Jahre lang zum Orgasmuschen gebracht hat? Diese Schreie waren sehr echt, Baby. Schreichen, meinst du? Pass auf, ich hätte dir ja einen echten Diamanten kaufen können, aber ich weiß nicht, es wäre nicht mehr gewesen als ein kleiner Splitter. Und wie hättest du den stolz vorzeigen können? Weißt du nicht mehr, welche Freude es dir gemacht hat, als du diesen Ring deiner Freundin unter die Nase gehalten hast und der ihren Armseligen überstrahlt hat? Wie war ihr Name? Die Freundin mit der Warze auf der Nase. Glenda Finucci. Genau. Ich weiß noch genau, du hast mir so strahlend erzählt, dass dein Ring viel größer ist als die Warze auf Glenda Finuccis Nase. Ich habe sie kürzlich gesehen. Jetzt wächst ein dickes Haar darauf. Aber dein Zirkon ist noch glitzernd. Ja, und das Haar hatte Schuppen, aber sie behauptet, das wäre ein Schönheitsfleck. Also, was war noch ein Schwindel? Gar nichts. Gar nichts? Naja, ein paar Kleinigkeiten. Wie mein Kinderwunsch. Ich dachte, du wolltest sie haben. Ich hab sie auch nicht gewollt. Nicht dein Ernst. Du meinst, ich hab mein Leben für nichts weggeworfen? Naja, es war sowieso nur der Zirkon eines Lebens. Ich will dich nie wiedersehen. Es sei denn, es geht um Alimente auf Kinder aufpassen oder Reparaturen. Ja, jedenfalls weiß ich genau, diese Orgasmen waren echt. Niemand kann so oh wow sagen und es nicht meinen. Ist alles klar mit dir? Au, warum hast du das gemacht? Die durfte mich misshandeln. Ich würde es mir noch gefallen lassen, wenn mich eine Freundin schlägt oder eine Nutte in Leder. Die quälen dich auch, aber irgendwie macht das Spaß, wenn man es mal ein bisschen schweinisch betrachtet. Geil, meine Ohren werden ja schon hart. Na los, geh! Ich möchte jetzt alleine sein. Nein, irgendwie ist mir das nicht recht mit dem Ring. Ich wollte ja immer mal einen echten Ring kaufen, aber ich weiß nicht, immer ist was dazwischen gekommen. Naja, Bier, Poker, Magazine, Telefonsex. Vielleicht schicke ich ihr ein paar Blumen, hä? Aha, die tritt mir ständig in den Arsch und du belohnst sie auch noch mit Blumen dafür. Was ist mit mir? Jetzt lebst du mit mir zusammen. Ich hocke hier den ganzen Tag herum und warte auf dich. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hätte ich schon verdient. Wo gehst du hin? Wir sind hier noch nicht fertig. Was machst du? Du kannst mir nicht das Maul stopfen. Ich bin in deinem Hirn. Arme Mom. Ich dachte, sie weiß, dass ihr Ring ein Zirkon ist. Ich meine, ich wusste es schon, als ich 5 war. Ich gehe. Der Mann, der keine Kinder wollte. Also hat's dir deine Mom erzählt? Hat sie dir auch gesagt, dass sie auch keine wollte? Sie hat gesagt, dass du das sagst. Mhm. Und was hat sie noch gesagt? Oh, nicht viel. Aber statt mich Tiffany zu nennen, wäre Hertie besser gewesen. Versteh das nicht falsch. Ich liebe dich und alles Mögliche, aber ich würde mir nie so einen wie du suchen. Könntest du mir das nicht zum Vatertag schreiben? Daddy, du liebst mich.
Du willst doch nicht, dass ich mich an einen wie du hänge. Ich will nicht mal einen Gymnasiasten oder einen Medizinstudenten. Zu riskant. Was ist, wenn ihm einer liegen bleibt auf dem Operationstisch? Wen trifft dann der größte Verlust? Mich! Ich denke, du wirst dir den richtigen einfangen. Ja, das glaube ich auch. Übrigens, was machst du hier? Ich komme zu euch Kindern. Oh, cool. Also, wie geht's dir? Gut, und dir? Gut. Toll. Ryan, du bist dran. Ah. Hallo, Dad. Hallo, wie geht's dir? Gut. Ross, du bist dran. Es geht mir gut, Dad. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Was ist? Ich hab gesagt, das geht mir gut. Soll ich's dir buchstabieren? Gut. G-U-D. Gut. Nein, Sohn, ich wollte dir was erklären, wegen Moms Verlobungsring. Jetzt weiß ich, dass es falsch war, ihr ein Stück Glas zu geben statt einem ordentlichen Diamanten, aber es war so. Ich hab nie daran gedacht, sie wirklich zu heiraten. Ich meine, diesen Ring habe ich schon 4 Mädchen vorher geschenkt. Das war wie ein Scherz. Aber deine Mama hat's nicht gecheckt. Du, Dad, da wir jetzt ja ziemlich viel Zeit miteinander verbringen, brauchst du das nächste Mal gar nicht zu kommen. Nein, was ich versuche dir zu sagen, ist, dass ich es jetzt gut machen will. Ich habe vor, das einzig Wertvolle, das ich habe, jetzt zu verkaufen. Und kauf dafür deiner Mutter einen echten Ring. Mein Baseball, signiert von Babe Ruth. Sieh ihn dir an, Sohn. Der Wert dieses Balles ist $6,000. Dad, diesen Ball sollte ich bekommen, wenn du gestorben bist. Ich vermache dir etwas viel Wertvolleres. Eine Lektion. Sohn, verlass dich auf niemanden. Also kann ich mich jetzt auf gar nichts freuen, wenn du stirbst. Nur aufs Buffet. Dad, du trennst dich von Mom, nicht von mir. Warum muss ich jetzt leiden? Du, sobald ich weiß, wie ich deiner Schwester oder deinem kleinen Bruder schaden kann, tue ich's gleich. Wir haben aber nichts, was ich ihnen wegnehmen kann. Glaub mir's, ich hab nachgesehen. Dann hoffe ich, es ist ein besonders gutes Buffet. Diese kleinen Würstchen sind gut. Tja, wen sehe ich denn da? Mann, wie ich mich freue, dich zu sehen. Wow! Und das sogar ohne dich anzufassen. Jetzt habe ich mich entschlossen. Ich kaufe dir einen echten Diamantring. Oh, Jack! Oh, du willst mich doch nicht wieder heiraten, oder? Nein. Oh, gut, dann verkaufe ich ihn und kaufe mir neue Brüste. Es ist deine Sache, was du damit machst. Aber mein Gewissen ist dann rein, weil du endlich den Ring kriegst, den du schon immer verdient hast. Oh, gut, aber dann kauf einen großen. Der Dr. Möpse ist kein Billigheimer. Oh, ich bin so glücklich, Liebling. Ich bekomme Titten, die so prall sind, dass ich nie wieder einem was kochen muss. Woher hast du die Mäuse für die Möpse? Ich verkaufe meinen Babe Ruth Baseball. Dein Geschenk zu unserem ersten Hochzeitstag. Oh, Jack, hör zu. Das kannst du nicht. Nein, nein, das lasse ich mir nicht ausreden. Ich habe mich dazu entschlossen. Nein, ich meine, du kannst es nicht, weil es eine wertlose Fälschung ist. Mutter hat ihn signiert. Also dieser Lippenstift ist nicht vom Babe. Das ist nur ein dreckiger, stinkender, blöder, wertloser alter Ball. Ryan, ich hab was für dich. Er gehört dir, Sohn. Ehrlich, Dad? Du gibst ihn mir? Na klar. Du musst mir allerdings eins versprechen. Versprich mir, dass du ihn nie verkaufst. Gib ihn bitte an deine Kinder weiter. Ich versprech's. Danke, Dad. Ich verkaufe ihn nie. Niemals, niemals, niemals. Niemals. Mann, wie liebte ich diesen Ball. Oh, das weiß ich ja. Soll ich Mom bitten, als Hank Aaron zu signieren? Ja, es wäre so schön, ihn Ross zu vererben. Ich wollte wirklich pralle Möpse. Ich wollte nie wieder meine Füße sehen. Keine Angst, dein Bauch wird dafür sorgen in ein paar Jahren.
Weißt du, ich habe nie richtig verstanden, warum lieben die Männer sie eigentlich so? Naja, wahrscheinlich, weil sie in dieser technisierten Welt ein bisschen was von den alten Zeiten haben. Sie sind Spielzeug, das man nie weglegen will. Du kannst sie hüpfen lassen, du kannst sie fühlen, kannst sie wiegen, zwicken. Du kannst sie anziehen und mit ihnen auf die Piste gehen oder zu Hause bleiben und einen ruhigen Abend verbringen. Das natürliche Beruhigungsmittel. Eine Freude für das Auge, samt für den Tastsinn. Eine Arznei, wenn man krank ist. Und wenn man besoffen ist, ein Schnuller. Und nicht zu vergessen, ein handlicher Rettungsring im Fall einer Wasserlandung. Gott, es gibt nichts Besseres. Übrigens, hast du noch dieses Video von dem Arzt? Das mit diesem geilen Körper und obendrauf dein Kopf. Ja. Auf Anfang und Start bereit. Kommst du mit nach oben? Klar. Weißt du, mit deinen falschen Möpsen und meinen schwachen Eiern sind wir das ideale Paar. Hi. Wenn Ihnen unsere heutige Episode gefallen hat und Sie noch mehr erfahren wollen über Brüste, es gibt eine große Auswahl von Informationen darüber in Ihrem Zeitungskiosk. Dort sehen wir uns. Sehr geehrte Herren, eure Schauspieler sind gut, aber eure Autoren sind scheiße. Jim W. Rockford. Jim. Hey Jungs, helft mir hier weiter. Wie mache ich weiter?